wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir hatten heute die Nachholbegegnung des 6. Spieltages auf dem Programm hier im Mommsenstadion mit der Begegnung Tennis Borussia gegen den FC NAG Cottbus. Eine Begegnung, die wir seit 13 Jahren nicht mehr hatten, zum letzten Mal im DFB-Pokal. Damals lautete die Konstellation Oberligist gegen Bundesligist. Heute haben wir uns wieder gesehen in der Regionalliga, mit Spannung erwartet. Ja, zwei Regionalligisten sind aufeinander getroffen, die aber die Tatsache verbindet, dass sie im Moment ein krasseres Pensum haben als Champions League-Vereine mit dem Rhythmus Mittwoch, Sonntag immer wieder. Na, beide Mannschaften in Quarantäne gewesen und jetzt ein fettes Nachholprogramm. Umso mehr Hut ab beiden Teams für diesen leidenschaftlichen Kampf, den sie uns heute geboten haben. Ich freue mich sehr, die beiden Trainer hier zu haben, für unsere Gäste Herrn Klaus-Dieter Wollitz und für Tennis Borussia Markus Ziesche. Wir wollen die Meinung der beiden Trainer zum Spiel hören und wie üblich geht das Wort zuerst an den Gästetrainer. Das ist wie überall, ne? Ja, schönen guten Abend. Wo fange ich an? Ich denke, dass wir ein sehr glückliches Tor erzielt haben, mit dem, wie es entstanden ist. Die Flanke war gut, der Kopfball, der war ordentlich. Ich denke, dass der Torwart da uns ein Stück geholfen hat. Das haben wir dann aber auch gleich relativ zeitig zurückgegeben. Ich denke, die Entstehung des 1-1, die ist anders zu verteidigen, sowieso mit einem erfahrenen Spieler, der auf diesem Niveau schon öfters sehr, sehr gut gespielt hat. Mit dem 1-1 das Spiel komplett gekippt. TB, denke ich, glaube ich, sage nichts Falsches. Und wenn ich das sage, dann bitte ich das zu entschuldigen. Hat dann die beste Saisonleistung gezeigt, mit der Aggressivität, dann eine gewisse Spielfreude, eine gewisse Fußballleidenschaft reingebracht, Emotionen reingebracht. Dadurch ist das 2-1 dann gefallen, keine gute Organisation, keine gute Raumaufteilung. Dann haben wir sie auch nochmal eingeladen. Gott sei Dank ist der Ball dann nur am Pfosten gegangen. Wir haben Standardsituationen, können eigentlich abschließen. Weiß nicht, vertändet den Ball, guter langer Ball, der Spieler spielt unserem Torwart aus und der Ball geht Gott sei Dank am Pfosten. Dann hatten wir, glaube ich, noch eine Aktion, die wäre aber nicht verdient gewesen zum 2-2. Halbzeit, wollten dann mit sehr viel Tempo rauskommen, das war aber dann ausgeglichen, mussten dann aufpassen. Na klar, wenn du hoch spielst gegen Konter, weil wir insgesamt nicht gut gespielt haben. Dann war natürlich, TB spielt Sonntag, drei Tage später war klar, dass die Kräfte dann ein bisschen weggehen. Und dann der Frust von uns, dann sehr, sehr viel alles oder nichts zu spielen, ist dann relativ spät das 2-2 gefallen. Dann kam eine spezielle Schlussphase. Wir können eigentlich kontern, laufen den Ball ins Aus, TB führt schnell aus und hat zwei Riesenchancen und Toni hält die fantastisch und damit ist das 2-2, wenn man die letzte Aktion sieht, glücklich. So hätte ich gesagt, unentschieden wäre nach dem Spielverlauf korrekt gewesen. Mehr hätten wir heute nicht verdient gehabt, weil wir mental in gewissen Phasen einfach zu viele einfache Fehler machen mit Spielern, die eigentlich das Niveau haben, gerade wenn der Gegner das anbietet, über die Breite zu spielen. Wir lassen uns da reinlocken und verlieren dann Bälle. Bei allem, was der Gegner gut gemacht hat, gibt es aber dann immer Möglichkeiten, das zu überspielen, gut zu überspielen, sowieso in der Diagonale, in der Spielverlagerung. Ich glaube, wir haben nicht einmal Spiel verlagert, bis auf in der zweiten Halbzeit ein Pass von Hiller auf der rechten Seite. Das haben wir dann aber zum Schluss auch nicht gut ausgespielt und von daher, dann nochmal mit den letzten beiden Aktionen, die unser Torwart fantastisch hält, ist 2-2 schon glücklich. Wir hatten natürlich mit Freitag und heute eine andere Vorstellung, was die Punktzahl betrifft, wenn man aber die Spiele sieht und der Gegner dann heute nochmal für mich das beste Spiel auch von der Bereitschaft her viel zu investieren, muss man besser gegenhalten, muss man sich besser positionieren und muss besser mental solche Spiele annehmen. Ich wünsche meinen Kollegen gute Regeneration und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja,
Ja, vielen Dank, Klaus-Dieter Wollitz. Markus, beste Saisonleistung der Lila Weißen, würdest du das unterschreiben und wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, also erstmal wünsche ich dir auch für die Regeneration der Spieler alles Gute, weil die Gesundheit ist auch das Wichtigste für uns Trainer, dass sie verfügbar sind, die Jungs. Aber wir sind ja eine sehr junge Mannschaft. Wir haben eine, ja, es ist wirklich, macht Spaß, den Jungs zuzugucken. Es ist ja auch eine Entwicklung. Ja, und dass man sich dann immer wieder steigert und heute, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es die beste Saisonleistung war. Das stimmt, aber die Art und Weise war immer die gleiche. Auch in den anderen Spielen. Heute hat auch mit dem Ball, die haben das wirklich dann auch mit Ball mutig gespielt, auch teilweise cool gespielt, weil sie sich ihrer Stärken so langsam auch bewusst sind und werden. Und ja, in der Entwicklung stecken wir gerade, dass wir das natürlich in diesem Rhythmus haben, ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber die kriegen es gut hin, es ist alles in Ordnung. Ja, zum Spiel will ich nur sagen, wir haben uns um unseren Lohn gebracht, 3 Punkte zu holen. Ich habe am Ende dann meinen Co-Trainer gefragt, wie viele 100-Prozentige hatten wir. Wusste er dann auch nicht mehr. Ich glaube, wir waren bei 7 insgesamt. Und da sind die beiden Tore mit bei. Also, ja, das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir da, ja, dass wir da einfach die Chancen, die wir haben, kaltschnäuziger nutzen müssen. Weil ich glaube, wenn das 3-1 fällt, sogar wenn das in der ersten Halbzeit fällt, glaube ich, wird es ganz schwer für Cottbus da wieder zurückzukommen. Ja, und die Kräfte natürlich, wie der Kollege schon gesagt hat, ist es schon so, dass man dann auch die letzten 10 Minuten nochmal gesagt hat, okay, wir lassen uns jetzt tiefer fallen, wir verteidigen jetzt noch mit Mann und Maus, haben wir dann auch gemacht. Aber die Flanke, die dann zum 2-2, zum ärgerlichen 2-2 kommt, die darf nicht, die müssen wir verteidigen, die muss weggenommen werden. Dann ist es halt ein Eckball, dann ist es so. Aber was wir danach dann noch für Chancen haben, also ja, manchmal bin ich auch nach Verzweiflung, ob es nun die Chancenverwertung ist oder auch das Thema von Jens. Ja, so ist es manchmal. Ihr merkt, es ist nicht so einfach, nach dem Spiel direkt wieder alles zu sortieren. Aber ich bin stolz auf die Jungs, die haben es gut gemacht. Aber wir haben gar keine große Chance, uns darüber zu freuen, einen Punkt zu holen, weil wir eher enttäuscht sind. Aber das Spiel werden wir auch ab morgen dann auch wieder abhaken. Dann ist Sonntag Pokalspiel gegen BRK. Die sind auch nicht so schlecht, habe ich gehört. Und da wollen wir gut die Kräfte sammeln, wollen wir gucken, dass wir da auch wieder eine gute Leistung bringen, eine Runde weiterkommen. Ja, und dann ist nächsten Mittwoch Neusiedl eigentlich für mich als Trainer das wichtigste Spiel, weil gegen Energie Cottbus muss man die Jungs sich motivieren. Ja? Da sind die schon bereit zu. Aber nächste Woche in Meuselwitz ist nochmal eine andere Aufgabe. Und da kriegen wir das schon hin, dass wir die gut vorbereiten. Aber ich freue mich trotzdem, dass die Jungs so eine Leistung gebracht haben. Und Schritt für Schritt, wir kriegen das schon hin. Ja? Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, bleibt alle gesund und guter Heimfahrt für dich. Ja? Danke dir. Ja, danke Markus. Tatsächlich weiß man gar nicht so recht nach so einem Spiel, ob man stolz oder auch ein bisschen enttäuscht sein soll. Beides wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall beeindruckend, wie die Mannschaft zurückkommt, auch so nach frühen vermeidbaren Gegentoren. Wahnsinn. Ja, gibt es denn Fragen an einen der beiden Trainer oder auch an beide? Bitteschön. Generell die Frage. Wir haben ja gesagt, es gab 100-prozentige Was ist der psychologische Grund? Warum kriegen die Leute ihre 100% nicht rein? Was ist der Grund dafür? Wir müssen den Psychologen fragen. Wir müssen den Psychologen fragen. Wir müssen den Psychologen fragen. Ja. Die Frage war, warum wir die 100% nicht reinmachen. Ja. Was da der psychologische Grund ist. Wir müssen den Psychologen fragen. Das müssen Sie ja wissen, damit Sie auch dieses Problem angehen. Nee, ja, ich muss nichts wissen. Ich muss auf jeden Fall den Jungs sagen, was sie dann besser machen können. Wir können es trainieren. Aber so eine Situation kann man nicht im Training kopieren. Hier sind, keine Ahnung, 2000 Zuschauer und da ist so ein super Torwart drin, ja, den ich in der U16 hatte. Und da muss man sagen, dass er den reinmachen muss, ist eine Sache, aber der hört Nummer 2 zu. Wenn der Torwart halt den gut hält, dann muss man die Qualität auch akzeptieren. Schwierige Frage. Ja, das heißt, wir müssen die Routine mit reinziehen. Dass Sie halt sagen, Sie trainieren diese Situation halt öfter, dass man sagt, man ist nicht so aufgeregt vor diesem letzten Schuss, vor dem schon Treffer. Ja. Weiß nicht, sind Sie Trainer? Dann kommen Sie zum Training und ja, unterhalten wir uns, kein Problem. Ja. Nein, also wie gesagt, wir trainieren das schon, Abschlüsse macht jeder Trainer, ist ja normal, aber die Situation kann man nicht kopieren, in der letzten Minute die Verantwortung zu haben, dieses Ding reinzumachen. Gehört auch ein bisschen Glück zu. Alles gut.
So, gibt es seitens der Presse denn noch Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn das nicht der Fall ist, dann danken wir sehr für das Interesse. Zwei Endergebnisse aus der Liga waren noch: Auerbach gegen die Lok 0:1, Hertha BSC gegen Carl Zeiss 2:2 der Endstand. Außerdem noch der Hinweis, aber Markus hat es ja schon gesagt, am Sonntag geht es hier gegen den BRK im Pokal. Über 90 oder vielleicht auch 120 Minuten wollen wir mal sehen. Besser nicht, ne, Markus? Nächste Woche auswärts nach Meuselwitz und dann nächstes Heimspiel gegen Chemie am Sonntag, den 17. Soweit geht der Ausblick. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise und kommt gut durch die englischen Wochen. Ja, schöne Woche noch und wir sehen uns dann am Sonntag hoffentlich hier wieder in Mommsen. Tschüss und auf Wiedersehen.